Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie immer in dieser Videoserie wollen wir aus dem Markus-Evangelium ein Stück gemeinsam studieren. Ich lese aus der Schlachterübersetzung und dort Kapitel 1, Vers 14 bis 20. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnen im Schiff und folgten ihm nach. Zur Zeit Jesus war es so, dass die größte Ehre, die einem Juden zuteil werden konnte, war, selber einmal Rabbi zu werden. Also ein Lehrer, ein Schriftgelehrter. Und dazu ging man als Kind, alle jüdischen Kinder gingen in die Synagoge und lernten dort. Sie lernten lesen und schreiben und wie die Tora zusammengesetzt ist und sie fingen an, die Tora zu lernen. Und wenn sie etwas älter geworden waren, dann gab es so etwas wie eine Prüfung. Und man schaute, wer davon ist der Beste. Wer kann besonders gut lesen, wer kann besonders gut vorsingen. Denn so wurde in der Synagoge miteinander gelesen, in einer so Art ja, Singsang. Es ist ganz spannend, das mal zu hören. Und wer wirklich gut war, der dürfte bleiben. Er wurde weiter unterrichtet. Er wurde weiter unterrichtet in der Tora, also im Alten Testament. Und er fing an, auswendig zu lernen, fing an, eben diese Worte, die Gott den Menschen gegeben hatte, auswendig zu lernen und zu memorisieren. Und wenn du darin besonders gut warst, dann dürftest du bleiben und wurdest weiter unterrichtet. Und dann kamen die Rabbis. Und die Rabbis haben dann erklärt, wie ist jener Text auszulegen oder was meint dieser Text. Und da gab es ganz verschiedene Schulen, ganz verschiedene Rabbiner. Und es war wichtig, dass man eben nicht nur die Worte des Alten Testamentes auswendig lernte, sondern auch das, was diese verschiedenen Rabbiner sagten. Und wenn man dann besonders gut war, so war das eben Stück für Stück, immer in gewissen Abschnitten, dann dürfte man bleiben und dürfte weiter unterrichtet werden. Und so wurden die, die nicht ganz so perfekt waren, nach und nach aussortiert. Und irgendwann, während dieser Zeit des Lernens, da konnte man sich entscheiden. Und dann ging man zu einem Rabbi, den man besonders schätzte, von dem man dachte, dass er besonders wertvolles Gedankengut hatte, und ging zu ihm hin und sagte: Rabbi, ich möchte dein Jünger werden. Ich möchte dir nachfolgen. Und dann gab es den Test, den großen Test. Und der Rabbi prüfte diesen jungen Mann, der hier seinen Nachfolger werden wollte. Er prüfte ihn, ob er die Schrift verstanden hatte, wie viel er auswendig konnte und natürlich auch, ob er die Worte des Rabbis besonders gut wiedergeben konnte. Und wenn du gut genug warst, dann wurdest du irgendwann Jünger und lebtest mit diesem Rabbi, beobachtest, wie dieser Rabbi war und wurdest vielleicht eines Tages selber Rabbi. Aber was Jesus hier macht in diesem Text ist, dass er dieses komplette System nimmt und er dreht es einmal um. Er wirft es komplett über den Haufen. Denn nicht die Jünger, diese Fischer, gehen zu Jesus und sagen: Rabbi, ich möchte dir nachfolgen, sondern es ist Jesus, der auf diese Fischer zugeht. Und allein schon, dass sie hier in diesen Booten sitzen und Fischer sind, sagt, dass sie nicht zur Creme de la Creme gehört hatten. Dass sie eben diese Ausbildung in der Synagoge nicht perfekt gemeistert hatten. Dass sie keine 1,0 in den Worten von Rabbi XY hatten. Sondern dass sie eben ausgemustert wurden. Dass sie hier nicht mehr erwünscht waren. Aber Jesus will diese Menschen. Jesus wählt nicht danach aus, wie perfekt sie sind und wie toll sie sind, sondern er wählt sie danach aus, weil er ihre Herzen sieht. Weil er etwas in ihnen sieht, was noch nicht angelegt ist, was noch nicht da ist. Aber er weiß, dass es in ihnen steckt. Und so ist es, dass schon in diesem ganz frühen Part des Markus-Evangeliums, da sehen wir, wie Jesus ist. Bei Jesus muss nicht du leisten. Nicht die Jünger mussten beweisen, dass sie wertvoll sind, sondern Jesus geht hin und sagt: Ich will dich als meinen Jünger haben. Ich will, dass du mitkommst. Ich mag dich. Ich finde dich toll. Komm und folge mir nach. So ist Jesus. Dieser Kern des Evangeliums, dass es darum geht, nicht was ich leisten kann, sondern was Jesus für mich tut.
das steckt schon in diesen wenigen Versen und das begeistert mich. Das bedeutet, dass Jesus nicht nur hier diese Jünger haben wollte, nicht nur Simon und Andreas, sondern dass er auch mich haben will. Dass Jesus sagt, ich weiß, KP, du bist nicht perfekt, aber ich will, dass du mein Jünger wirst. Ich will, dass du mir nachfolgst, nicht weil du so toll bist, sondern weil ich dich auswähle. Jesus will dich. Und das ist begeistert für mich. Ich liebe das an Jesus, dass er kommt und mich mitnehmen möchte. Und eben auch dich. Wie ist es mit dir? Was hast du in diesem Abschnitt entdeckt? Was findest du besonders toll? Was sagt dir dieser Abschnitt über Jesus? Vielleicht schreibst du es uns in die Kommentare und ich bin einfach gespannt, mit euch in den Austausch zu treten und zu entdecken, was wir hier über Jesus kennenlernen können, gemeinsam. Ich wünsche dir alles Gute.